Was macht man denn jetzt? Ich glaube, dann gehe ich nochmal in die Normal Mine und farm einfach Senseless. Ja, ein bisschen Gold. Genau. Ab 80 war das, Eis ne? level ich auch. 100. 100, okay. Was fehlt uns fürs Community Center? Ich glaube nur noch ein Rotkohl. Ich habe übrigens einen Tipps-Guide von Stardew gesehen. Wusstet ihr, dass wenn ihr über ein Item rüber hovert und wir es noch nicht im Community Center haben oder es noch im Community Center fehlt, dann dieses Gemeinschaftszentrum-Icon so blinkt? Weil jetzt haben wir fast das komplette Gemeinschaftszentrum fertig und jetzt erst wissen wir das. So kannst du richtig easy erkennen, ob noch was fehlt oder nicht. Ja, Aber nice. da bräuchte man ja jetzt einen Rotkohl, um das zu testen. Aber ja, tatsächlich. Es ist das Einzige, was noch. Ey, das ist ja unglaublich. Rotkohl ist Sommer oder? Weißt du das Ich zufällig, weiß es Ryan? nicht. Okay. So, Mayonnaise. Ding dong. Hast du diesen Zaunstück wieder hingebaut? Nee, ich esse gerade. Ich dachte, ich nutze die Zeit mal. Und ich habe hier noch den letzten Kaffee reingemacht. Den kannst du noch mal verwursten. Du bist ja gerade am Gold-Ding. Dann schmeiße ich noch mal ein bisschen Gold in die Schmelze, ne? Und Ilaf, auf was für einem Level ist deine Spitzhacke? Immer noch Silber. Sollte ich mal wieder upgraden, wa? Ja. Also was heißt Silber? Eisen halt, ne? Ja, genau, also Stahl, genau. Ich bin noch gerade in der Mine. Und der hat jetzt eh schon zu. Mach ich das Scheiße, auch. der hat schon zu, ne? Weil sonst würde ich das nämlich auch mal machen. Ja. Stimmt, wir können auch Iridium upgraden. Oh ja, Alter. Haben wir noch Iridiumbarren? 6 Stück, glaube ich. Darf ich? Die Spitzhacke, oder was? Ja. Ja, warum nicht? Gut, dann mache ich das. Fünf, ne? Boah, Alter. 5 Iridiumbarren. Wie grindy das war. Aber ich überlege auch, wie viele Iridiumbarren wir jetzt in Sprengler ge gebaut haben. Nein, es ist verschlossen bis 16 Uhr. Ja. Oh. Haben wir doch gerade gesagt. Ach so, habe ich nicht mitgekriegt, verdammt. Da war ich Brain AFK. In welchem Level seid ihr? 104. Ich bin in Level 17. Dann gehe ich in 105. Hört sich wohl für was Besseres. Ich bin schon viel weiter als du. Dich. Ja. Also, weil dass du immer die anderen ausstechen musst. Wieso muss ich nur alles Wunderbare ruinieren? So. Ja, hier ist nix. Verdammt. Ich hab nix. Vor allem ist das Glück ja auch nicht gerade mit uns, ne? Ach ja, ist ja gerade doppelt scheiße. Möge das Aber Glück gut, mit dir ich muss die sein. Zeit doch irgendwie rumkriegen. Stimmt. Oh, der droppt eine Bombe. So. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich Unglück, Alter. Geht schon, ich habe irgendeinen Ring gekriegt, aber wahrscheinlich haben wir den schon. Was ist denn das? Ja, vor allem ist es ja auch nicht allgemein, ne? Also du hast Unglück, aber das heißt ja nicht, dass Doch, der doch, ich glaube, andere das auch Glück geht. Stimmt, das müssen wir mal checken. Echt jetzt? Ob wir alle Kann das sein? gleiche Wahrsage haben oder ob das auch variiert. Wo hast du das gemacht denn? Bei dem Fernseher oder? Genau. Da gucken wir gleich mal, wenn wir zurückkommen. Oder wenn gerade jemand zu Hause ist, kann er ja auch gucken. Alf oder Ryan. Ida ist doch auch in der Ich Mine. bin in der Höhle. Ah, okay. Mine, ja. Stimmt. Badababa. Wie viele geheime Notizen fehlen ja eigentlich noch, Raymond?
Muss ich gleich mal nachschauen. Das Problem ist, dass es passiert, dass sie doppelt kommen. Ach so, dadurch, dass ihr die ja nicht. Ja, ich dachte, die sind. Also, du kriegst einfach eine Notiz und das erweitert dann sozusagen das Kontingent. Also, dass du nie einen Doppelten hast, sondern du hast eine geheime Notiz und wenn du die nächste öffnest, ist es irgendeine andere, definitiv. Nee, hatte ich auch gehofft, aber zwei Stück fehlen mir noch. Okay. Zwei Stück Rollen, oder was? Was? Geheime Notizen. Achso, geheime Notizen. Da hat sich jemand hingefleht. Und hat mit seinem Schwanz die Fliege umgepflegt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ. Summ, summ, summ. Fliege, brumm, brumm, das rote Pferd herum. La 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 la. Die gute Laune-Mucke auch. Warum ist das denn eigentlich ein Kinderlied? Das war einfach ein Sauflied drauf. Ja, schon, ja. So, naja, Kinderlieder können auch immer Sauflieder sein. Sie sind halt einfach mitzusingen. Stimmt. Die Maya läuft auch manchmal in diesem Stadel da. Stadel, ja, stimmt. True. Was war das gleich true? Okay, ich habe zum Beispiel 5 Höhlenkarotten gefunden. Nice. Ich habe 3 Solaressenz gefunden und einen Haufen Gold. Gold Digger oder? Und dann wieder ein paar Super Bombs. Ich habe übrigens auch gesehen, es gibt explosive Schleudermunition. Da habe ich im Singleplayer mal ein bisschen mit rumprobiert. Die ist so lala, weil die explodiert nur, wenn sie gegen den Feind trifft. Aber du hast halt, ne? Kannst halt sozusagen mit der Schleuder schießen. Die sind dann sozusagen so kleine Cherry Bomb mäßig. Ah! Das ist ganz geil. Ja. Cherry Bomb. Gut, ich gehe da mal nach Haus. Baba Papa. Na gut. So. Und dann kannst du gleich noch mal kurz beim Wahrsager gucken, das würde mich interessieren. Ah, stimmt. Das kann ich ja auch machen. Oh, wenn ich jemand anderes Fernseher benutze, geht das auch? Ja, hä, warum bist du so schnell? Ach, hast du einen Kaffee getrunken? Das habe ich mich auch gewundert. Nein, habe ich nicht. Hast du einen Ring? Nee, ich habe 2 Ringe, den Magnetring und den anderen, aber der gibt nur Immunität. Hast du oben einen Buff? Ja, stimmt, habe ich. Was denn für einen? 1 plus Speed, ach, wegen Crab Cakes. Ich habe so Pancake-Dinger gegessen. Ja, stehe. The Crab? It's a Crab. Hey, die Kate ist vorm Fernseher, ich muss da gucken. Ah, da, Fortune Teller. Hm? Was ist denn da drauf auf dem Teller? Oh, ja, 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 ja. Nee, genau, ich habe auch Unglück für den Tag. Ja, okay. Same. Mhm. Also reicht's, wenn einer einfach nachguckt. Allgemein. Ja. No, so wie das Wetter. Ha! Stimmt. Hast du so eine Regenwolke über dir drüber? Also bei mir ist Sonne. Regen. Ja. Dreist. The High Five Farm earned 1000 G, Alter. Ne, 1 Million. 1 Million, ja, nice. Da, Schatten Mario, 330. Hä, eine goldene Mario bringt mehr als eine Schatten Mario. What? Vielleicht gibt's ja auch noch eine goldene Schatten Mario. Nee. Die goldene Mario gibt's für große Eier. Und für die kleinen gibt's einfach eine normale. Und es gibt keine großen Schatteneier? Nee, Schatteneier sind immer gleich groß. Und die Quali ist da egal. Tatsächlich. Okay. I don't know. Okay, dann direkt zum Fernseher rennen. So, und direkt im Television. Kann die Geister flüstern hören. Very happy Gutes today. Glück. Aha. Ja. Und was war das andere? Die Königin der Soßen? Ich bin Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte im Kopf. Das Gericht dieser Woche ist volles Frühstück. Letzte Woche habe ich dir beigebracht, wie man Kartoffelpuffer macht. Diese Woche werde ich dir zeigen, wie du sie mit anderen Zutaten kombinierst. Diese Mahlzeit würde ich richtig füllen und dir nötige Energie, bla bla bla. Du hast gelernt, wie man volles Frühstück macht. Ach was. Laber nicht. Das heißt, man muss einfach nur täglich Fernsehen gucken. Ja, aber das ist Königin der Soße, das kommt nicht jeden Tag.
Aber hin und wieder, du kannst einfach jeden Morgen theoretisch mal kurz auf dem Fernseher gucken, ob es was Neues gibt. Raymond? Aber da gibt es halt auch nur X-Rezepte, die dann freigeschaltet werden. Wo bist du, Raymond? Wir können ganz viel ernten, Leute, ganz viel ernten. Ah, du bist unten auf dem Feld. Geil. Oh ja, aber richtig viel. Ja, kacke, Alter. Aber ich mach, glaube ich, erstmal trotzdem die Kühe und so. Und wenn ich dann Zeit über habe, mache ich das mit dem Feld, sonst dauert es ja zu lang. Ilaf, du bist ja auch noch nicht auf Level 10 Farming, ne? Weil dann kannst du ja alles abernten und wir können uns vorbereiten auf die Reise. Oh! Wir wollten doch erstmal die Spitzhacke abgeben, oder? Ich habe auch noch Eisen. Ah, du hast recht. Also gehen wir doch noch nicht los. Theoretisch hätten wir jetzt Glück, aber... Ja, du hast recht, lass uns lieber gut vorbereiten. Lieber gut vorbereiten, das macht mehr Sinn. Ja, wir können auch so nochmal eine Session machen, ne? Also. Das Schattenei ist fertig, also ausgebrütet, aber der Stall ist voll. Wir haben unten, der Stall ist fertig, das passt sich perfekt, dann können wir die umziehen lassen. Wollen wir, wie machen wir's? Stimmt, wir wollten eine Schattenhuhn-Coop machen, ne? Gut, dann lasse ich die mal alle umziehen. Ganzen Schattenhühner, ja. Nach unten. Genau, die musst du jetzt aber per Hand füttern, ne? Denk dran. Oh no! Aber wir können das Ding halt upgraden, weil lohnt sich. Oh, ist das weit unten, ey. Ich kann einen neuen Namen auswählen. Für einen Schattenhuhn. Ja, Attacke. Darky? Hacke. Mazakwaka. Ich nenne ihn einfach Darky. Darky ist irgendwie cute. Oder Shatti? Dunki. Shatti ist auch nicht schlecht, ne? Düsti. Düsti. No. Düsti ist cute. So. So. Wollen wir eigentlich noch irgendwelche Tiere kaufen? Nee, ne? Ich weiß nicht, welches fehlt es denn noch? Eigentlich ja nur noch Dino und Schleim. Nur noch Schleim. Ein Hase und Dino, aber Hase brauchen wir eigentlich nicht. Nö, zwei Hasen reichen uns doch, oder? Ja, wir haben schon welche, ne? Ja. Zwei Hasen, wir haben drei Enten. Können wir theoretisch auch eins verkaufen und dann lieber Hühner holen, oder? Weil die bringt ja scheinbar am meisten, die Mayo. Und ich habe den Incubator wieder frei. Soll ich unten... Direkt noch einen Schattenhuhn. Ah, stimmt, genau. Na klar. Ansonsten könnten wir auch, könntest du auch zu Robin huschen und die Coop unten upgraden, oder? Jo, mache ich gleich. So. Da nehme ich außerdem auch gleich die Iridium-Barren mit und grade meine Spitzhacke ab. Was brauche ich dafür? Können wir alle etwas upgraden? Was meinst du? Ja, alle können wir. Mitteilung. Pierre hier. Ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person bezahlen, die mir einen bringt. Perfekt, davon haben wir doch sogar noch welchen. Hat Ilaf doch hergestellt, oder? Ich glaube, ja. Eigentlich. Kurze Frage noch. Können wir da oben, wo der Diamant drin ist, auch einen Iridium-Barren eigentlich reintun? Nee, ne? Nee, leider nicht. Nee, da kannst du nur Edelsteine reinmachen, ja. Wir müssen gucken, ob wir eine Omnigeode reinmachen können. Das wäre insane. Boah. Stimmt. Raymond, was brauche ich alles für Baumaterial, um das abzugraden? Stein und Holz. Sonst nix? Ich glaube nicht. Na gut. Dann let's go. Wer schließt zuerst? Robin oder der Schmied? Ich gehe erstmal zum Schmied. Ja, ich würde auch erst den nehmen. Also auf jeden Fall kürzere Öffnungszeiten. So, Clint. Werkzeug verbessern, Iridium-Spitzhacke. Boah, das kostet 25.000. Aber lohnt sich ja, ne? Gut. Machst halt alles mit einem Hit, ne? Ja, eben. Richtig geil. Oder geht's noch höher? Nee, ich glaube nicht. Als alles mit einem Hit zu machen? Nur angucken. Nee, kann ja sein, dass du zum Beispiel bestimmte Erzquellen, zum Beispiel Iridium-Erz, brauchen wir, glaube ich, am meisten. Ja. Dass du da zum Beispiel auch immer noch zwei brauchst, obwohl du die Iridium-Spitzhacke hast, weißt du? Und dass es dann noch ein Upgrade geht oder du zum Beispiel einen schnelleren Schlag hast. Also die Animation des Schlages schneller geht, weißt du, was ich meine? Irgendwie sowas. Ja. Aber ich glaube, Iridium ist das Höchste. Nice. Das ist geil.
Hofgebäude errichten. Großer Hühnerstall. Ne? Ja. 10.000, jo. Also, oder erstmal umsetzen, ne? Ich wollte gerade sagen, ja. Also ich bin gerade auf der Farm, das heißt, wir könnten das dann... Wie mache ich das? Es steht unten... Unten ist so ein Icon, so ein Hammer und noch sowas anderes. Damit machst du das, glaube ich. Gebäude streichen und bauen. Warte mal. Ich mach mal kurz Hühnerstall bauen. Und guck mal, ob ich irgendwie... Nee. Weiß ich nicht, wie das geht. Ja, dann einfach. Aber wir können doch noch umplatzieren, oder nicht? Ja, kann man. Gut, dann grade ich mal ab. So, das ist natürlich immer ärgerlich, ne? Weil Ilaf dann bei Robin kein Dingen sammeln kann. So, da habe ich jetzt auch gerade gar nicht dran gedacht. Scheiße. Ja, das habe ich auch. Es wäre erst eingefallen, als ich es gerade geklickt hatte. Dann dachte ich mir, ach ja, jetzt ist er ja wieder am Bauen. Also aber ich habe sie heute noch erwischen können, glaube ich. Mhm. Ja, ansonsten ist sie auch nicht so wild, ne? Ist ja eher so ein langfristiger Plan. Und wir können zu Pierre gehen und den Sashimi geben. Hast du schon geguckt? Das ist da irgendwo? Ja, in der Bombenkiste. 1000 Gs. Der hat's ja locker sitzen, Alter. 1000 Gold für einen Putzchen Sashimi. Ja. Das stimmt. Oh, am 27. hat Emily Geburtstag, Arlof. Ja, ich bin ja schon mit dir zusammen. Stimmt. Die ist mir doch jetzt egal. Ja. Oh Mann. Führt man Beziehungen. Ja. Hey, also ich sehe nicht so viel Geschenke, also werde ich auch keine Geschenke verbreiten. Ich hab dir was zu Geburtstag geschenkt, nee, und jetzt bin ich dran. Jetzt will ich auch was haben. Wo haben wir denn den Sashimi? Ist er im Kühlschrank? In der Bombenkiste. Ach, okay, ja. Sashimi. Ja. Nein, ich habe ihm gerade den Sashimi gegeben und er meinte so, es wird aber auch Zeit. Dreist. Frech. Ich die gleich um die Ohren geschmissen. Der Typ kann froh sein, dass er der Vater meiner Freundin ist. So. Sehr gut. Wirklich ziemlich dry ist. Das stimmt. Das ist wirklich ziemlich dry. Ja. Was?